Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen, Andrea Berg wird über tragische Nachrichten informiert. Beileid an die Fans. Es ist herzzerreißend, die neuesten Nachrichten von Sängerin Andrea Berg zu hören. Sie erhielt kürzlich die Ergebnisse einer medizinischen Untersuchung und erfuhr, dass sie an einer schweren Krankheit leidet. Die Ärzte gaben bekannt, dass sie mit Speiseröhrenkrebs im dritten Stadium konfrontiert ist, was für die Sängerin ein psychologischer Schock ist. Sie war fast fassungslos, als sie die schlechte Nachricht erhielt, und es war sehr schwer, die bittere Wahrheit zu akzeptieren. Das warnte, die aktuelle Situation sei überhaupt nicht machbar. Andrea Berg hat eine Pause von allen musikalischen Aktivitäten angelegt, damit sie sich auf ihre Behandlung konzentrieren kann, in der Hoffnung, dass sie sich von ihrer Krankheit erholt und brav zurückkommt. Der Prozess der Krebsbehandlung wird ein langer Prozess sein und viel Zeit in Anspruch nehmen. Die Heilungsrate kann nicht sicher sein. Die Krankheit ist gefährlich und hat eine sehr unvorsehbare Entwicklung. Es ist unmöglich zu wissen, was passieren wird. Hoffentlich wird nichts Schlimmes passieren. Die Fans von Andrea Berg sind sehr besorgt über dieses Problem, aber im Moment gibt es keine Möglichkeit, ihr zu helfen. Wir können nur gemeinsam beten, dass sich alles zum Guten wenden kann. Ein musikalisches Talent wird nicht verschwinden. Wie kann Andrea Berg diese schwierige Tortur überstehen? Das Leben ist so grausam, um sie gezwungen zu haben, sich etwas so Schlimmes zu stellen, dass es sie in Gefahr bringen könnte. Im Laufe der Jahre hat er der Musikindustrie die legendären Songs gewidmet, die mit vielen Zuhörern in Verbindung gebracht wurden. Ihre Songs bringen die Zuhörer immer dazu, die unbeschreiblichen Emotionen zu spüren, die nur wenigen können. Das hat Andrea Berg zum Erfolg verfolgen. Ihre Karriere hat 12 Alben veröffentlicht, die nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum Platz 1 der Musikcharts erreichten. Mehr als 16 Millionen Tonträge wurde verkauft. Sie gilt als eine der kommerziell erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Der Rekord ist unerreicht. Hoffen wirklich, dass die Behandlung von Andrea Berg reibungslos verläuft und eine gute Gesundheit bekommen kann. Sie kann diesen harten Kampf gewinnen, die böse Krankheit überwinden, damit sie es noch einmal schafft, auf die Bühne zurückzukehren, um im Licht ihrer Songs zu glänzen. Was gerade mit ihr los ist, ist für uns alle von großer Sorge, und vielleicht ist dies auch die unangenehmste Zeit. Beileid.